Ah ne, dann lasse ich an, es ist ja wirklich kalt hier. Herzlich willkommen zur mittlerweile, weil habe ich jetzt gesagt, 65. Kluftpuppe. Es ist das Jahr, neigt sich dem Ende. Es ist der 29.12. Wir befinden uns im Rosenhof in Osnabrück, wo wir uns um diese Jahreszeit seit 15 Jahren gefühlt befinden und spielen das Jahresabschlusskonzert sowie das gestern schon gespielte Jahresabschlusszusatzkonzert. Ist es die Reihenfolge richtig? Jan Dirk, du bist der Wahnsinn. Danke. Ey. Jetzt hast du mal richtig was raus. Ich glaube, die Zeit zwischen den Feiertagen, da lässt man nämlich seine ganze Verpflichtung noch mehr schleifen. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt, da können mich alle mal so richtig. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass du das Gefühl generell im Leben hast. Ja. Also außer wir hin und wieder können dich doch alle mal. Ja, es geht ja, aber zwischen Feiertagen ist ja auch quasi von Silvester bis Weihnachten wieder. Man merkt es auch an den Leuten, habe ich das Gefühl, also gestern, die haben nur auch ordentlich gebäckert und Bock. Beim Konzert gestern. Beim Konzert gestern. Es ist nämlich einiges passiert, womit wir vorher nur auch nicht gerechnet haben. Nee, genau. Nee. Also wir befinden uns zwischen den beiden Jahresabschlusskonzerten, haben uns jetzt den frühen Nachmittag aus dem Hotel geschält. Warum haben wir es nicht im Hotel jetzt gemacht, diese Aufnahme? Wir sind doch immer die Hotelkluftpuppen, haben wir doch immer. Ja, weil wir doch kein Mikro da hatten und dann haben wir gedacht, fahren wir hier hin, hier gibt es 1000 Mikros und dann haben wir hier festgestellt, wir haben hier kein vernünftiges Interface, beziehungsweise ist, Hotel. Ist aber auch Technik-Talk, interessiert das gar nicht. Aber jedenfalls das Mikro haben wir jetzt von der Bühne geklaut? Ja, klar. Aber ja, können wir hier noch vernünftig auftreten? Nein, können wir nicht. Weil wir haben ja sogar das Interface von der Bühne geklaut. Das muss Toni gleich nach dem Soundcheck wohl gemerkt, wieder reinbauen. Und wir haben auf jeden Fall schon eine Stunde, ich gucke mal auf die Uhr, 15 und 10, über eine Stunde hinter uns mit verschiedenen Mikros. Ja. Mikrosen. Und wir nehmen haben schon das iPhone versucht hinzulegen, damit aufzunehmen. Der Raum hat dann geschallert wie die Hölle. Der hier schallert auch, aber wir sind jetzt in so einem Hinterzimmerbüro gelandet. Mein Interface hat gepiept. Tonnenweise, oh hallo, die Köchin ist gerade reingekommen, wo tonnenweise Silvestergeböllere stehen. Ja, Feuerwerk ohne Ende, was ist das denn für ein Zeug? Hier steht auch ein Kercher rum, kann man das nicht verbinden? An der Wand hängen zwei Originalausgaben, nämlich einmal von Revolver und einmal von Mark Forster. Und da ist meine erste Frage an euch, von wem hättet ihr am liebsten kein Autogramm? Ach, du bist ein alter Stänkerer geworden. Ja, nur am Misanthrop. Aber wollen wir nicht mal einen Böller anzünden und den mit dem Kercher einsaugen und gucken, was passiert? Das ist bestimmt ganz geil. Ich mache jetzt mal ein Schild draußen dran, dass hier nicht laufend einer reinkommt. Hä, da waren noch so Kleber dran. Wo sind die denn hin? Hat die sich einmal gefuttert? Was hängt denn da für ein Schild im Moment draußen dran? Hängt ja irgendwas mit Influencern, habe ich gesehen. Ja, bitte, guck mal nach. Jetzt guck mal nach. Ja, wirklich. Ja, da steht irgendwas mit Influencern. Jetzt gucken wir jetzt. Bitte nicht reingehen. Drinnen wird eine Toilette. Model- und Influencer-Büro, Moderator. Ja, ist doch genau richtig. Lass es doch hängen. Ist das ein super Model und Influencer? Ja, lass es doch hängen. Aber soll ich das noch dazulegen? Ja. Model- und Influencer-Büro. Da sind wir. Das hält eh nicht. Aber Zettel an Türen sind immer schon mal gut, da sollte man eigentlich vorher mal kurz gucken. Und sag mal, so ein Kercher, wie er hier steht, ne? Ist Kercher so ein Oberbegriff wie Tempo für Taschentücher? Oder gibt es verschiedene? Was macht ein Kercher? Ja, der Kercher ist drücken oder ziehen? Beides, der zieht Luft in sich rein. Also, ich sag mal, wo ein Dyson eher zieht, drückt der Kercher. Oh, Dyson Handtrockner, da werde ich geil von. Was? Was ist los? Das kennen vielleicht ein paar. Ja? Wenn wir drauf kommen. Hängst du dein Lurry in so einen Booster rein? Da reicht in die Hände, so eine Dyson Handtrockner. Aber apropos Lurry und Staubsauger und so ein Kram. Jetzt bin ich gespannt. Oder ein bisschen Angst. Nee, es gab doch mal von Charlotte Roche und ich glaube Heinz Strunk, die waren zusammen auf Tour. Das ist die Verletzung, und haben vorgelesen aus einer echten Doktorarbeit über Penisverletzungen an Staubsaugern der Marke. Na, wie heißen die? Vorwerk, genau. Markenspezifisch. Ja, klar. Weil die nämlich, anscheinend wird das relativ häufig gemacht, dass Männer ihre Genitalien in Staubsauger reinstecken. Wie er sagt, anscheinend. Und dann mal gucken, was so passiert, keine Ahnung. Und bei der Marke Vorwerk ist es aber so, dass die Rotoren vom Saugwerk, vom Ventilator da drin, den Luftunterdruck macht, ziemlich weit vorne sitzen. Und dann der ganze Pimmel einfach durchgeschreibt wird. Oh, aber Vorwerk ist auch ein Thermomix auch von Vorwerk, oder? Thermomix auch. Da habe ich auch schon mal Lurry rein. Und pass auf, waren die auf Tour und haben auch Bildmaterial gezeigt davon. Und das sind wirklich reihenweise immer gerade die Männer halt auch umgekippt dann bei den Geschichten. Und es war wirklich so unfassbar, was da für Storys bei rauskamen. So, ich wollte gerade nur das Auto sauber machen und hatte irgendwie nichts an und bin da aus Versehen reingekommen. Und einmal ist dann sogar irgendwie, weiß nicht, der Schwiegervater, einer ist eingeliefert worden mit zerscheibtem Pimmel
Und dann danach kam der Schwiegervater und hat gesagt, er wollte nur ausprobieren, ob der wirklich, ob der Scheiße erzählt hat oder ob das wirklich passieren kann in dem Staubsauger. Das ist nicht wirklich wahr. Irgendwie sowas. Wie war unfassbar hohl der das denn? Das glaube ich dir nicht. Guck hier. Steht dein Schwiegersohn Saft in deinem Vorwerk noch in der Hand? Jo, dann machen wir doch mal, sie hat mich angelogen. Flap, flap. Aber sowas ist halt also, irgendwie anscheinend immer. Also ein Freund von mir ist auch Urologe. Da hatte neulich einer so eine 0,5 Flasche Cola im Arsch. Da ist noch Pfand drauf. Was ist denn da los? Ist danach noch Pfand drauf? Keine Ahnung. Und hat gesagt, er hat halt nicht hingeguckt beim Hinsetzen. Ah. Ja. Was ist denn los? Oh, ich setze mich. Oh, ja. Leer sehr gut. Sehr gut. Leer gut. Ob man, wenn man nicht viel Geld hat, auch statt einen Staubsauger auf dem Besen auch funktioniert? Einfach in das Gebüsch. Oh, jetzt hängt der Wurm im Wald an. Da, wo er hingehört. Oh. Aber zurück zu dem Kärcher. Wieso? Ja, in die Hose runter. Ja, wieso aber? Jetzt nach deinen Geschichten ist Kärcher ja nicht gefährlich. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, aus. Ob Kärcher... Ja, kommen jetzt alle mal. Ja. Ingo hat hier im Büro, passend dazu, Janik filmt das mal eben, hat so ein typisches Mallorca-Mitbringsel jetzt hier gefunden. Das ist ein typisches Mallorca-Mitbringsel. Ich habe einen Stoff. Warte, hier, da steht, drück mich drauf. Drück mal. Was kann der? Das gibt's doch nicht. Warte, jetzt pass auf. Ja gut, das geht ja noch. Aber der Affe hat also ihr müsst euch vorstellen, einen Penis, der größer ist als der Rest seines Körpers. Und wenn man drauf drückt, macht er halt so komische Fit-Bewegungen, nenne ich es mal, und singt, wo ist die Kokosnuss? Aber gib mir den Affe mal, jetzt guckt euch mal bitte den Pimmel an. Aber ist der einfach, ja, jetzt hat er ihn wieder dran gemacht. Jetzt sag doch mal, Was denn? Der hat er dran gemacht. Was sagt euch? Ist der Fleischpenis oder Blutpenis? Ne, ist der euch bekannt oder nicht? Der ist mir wahnsinnig bekannt, das ist ja praktisch meiner. Ich sag mal, also systematisch hat sich statistisch sehr, sehr klein nachgebildet. Warte, pass auf, Guido hat jetzt hier passenderweise ein Lineal, hört mal. Und dann messen wir jetzt mal den Pimmel mit. Achso, ich dachte, du brauchst Rauschen. So, pass auf, von wo messen wir jetzt? Musst du nicht an Schaft anfangen? Von der Wurzel. Von der Wurzel vom Sack? Oh, 23 cm. Das ist schon heftig. Ja, stark. So. Ja. Die Folge gefällt mir, die geht in die richtige Richtung. Okay, 23 cm. Durchmesser mache ich auch mal eben. Von oben. Aber dann, dann wird es echt erst interessant, wie lange er ist, wenn er dann irrigiert ist halt. Das Durchmesser? Naja, 3 cm. Das ist schon. Bei mir ist umgekehrt. Boah, das war das Unangenehmste, was ich je gesehen habe. Alex hat gerade die Augen geschlossen mit so einem leicht verzückten Gesicht an verschiedenen Stellen des Penises angefasst, um sich irgendwie vorzustellen, wie das denn möglich ist. Also das kriege ich aus dem Kopf nicht mehr raus. Sollte ich den gleich mal kurz alleine lassen mit dem Ding. Der Gerger ist ja auch noch da. Also, das ist eine Scheiße. Du hörst mal so, wo ist der Apfel? Die Apfel. Mann, und dann zündet ihr die ganzen Böller an. Super. Oh, besser, also das war's jetzt die Folge 65, die fängt schon so gut an wie noch nichts vorher. Oh, ja, sag mal, es ist ja wirklich die letzte Folge im Jahr. Das heißt, eigentlich müssen wir noch so eine kleine Art von Mini-Jahresrückblick machen. Absolut, oder? Absolut. Ich wollte aber jetzt noch einmal zum Kärcher. Guido, na warte, jetzt ohne Sex. Ja. Guido das gerade gesagt hat, du hast es gesagt mit dem Dyson, Ingo. Ne? Dyson. Zum Jahresende gibt es jetzt meine... mein Lieblingskauf der letzten 5 Jahre, würde ich fast sagen, ein Dyson Handstaubsauger zum an die Wand hängen, da lädt er dann immer auch automatisch, verschiedene Aufsätze vorne drauf, ohne Rotorblatt. Und ja, da kann nichts passieren. Nee, so praktisch und zufrieden hat man noch nie gesaugt. Ich habe mir ernsthaft, als wir umgezogen sind, hatte ich einen Wunsch. Das war nur ein Handstaubsauger. Mehr wollte ich nicht. Habt ihr jetzt einen? Ja, schon länger. Seitdem ich da umgezogen bin. Keine Kabel, immer am Start. Saugt wie die Hölle. Super. Oliver Dyson war auch der beste Moderator von mich damals. Ah ja. Ich habe zu Hause mir irgendwann so einen Staubsauger-Roboter gekauft. Ach krass. Und habe ganz, ganz große Stücke drauf gehalten in den ersten 2 Tagen, um dann ganz, ganz heftige Defizite festzustellen. Nämlich, dass der natürlich sämtliche Kabel, die der findet, einfach in sich eindreht, sodass du euch die ganze Zeit nur damit beschäftigt bist, wo hängt er jetzt wieder fest. Und
nach 5 Minuten Staubsaugen oder so ist das Ding, weil es ja natürlich sehr flach ist, um unter Heizung zu kommen, einfach voll. Dann musst du es halt immer schon wieder auskippen. Also kann ich absolut nicht empfehlen. Jetzt sehe ich aber beide Fehler bei dir. Kabel überall rumliegen zu haben und so viel Dreck, dass das Ding voll ist. Also ich muss direkt persönlich werden zum Ende des Jahres. Kein Problem. Meine komplette Empfehlung, der ist sogar auf meiner Seite, weil meine Olle hat nämlich so einen schäbigen Tannenbaum aufgestellt, der hat immer umgeschmissen. Boah. War super, eine ganz coole im Arsch. Da habt ihr aber ganz schön Dampf auf dem Roboter. Naja, das ist ja voll. Ich hab Staubsaugt. Eine Normalstaubsauger. Ja. Aber das, auf der harten Seite, sowohl Kind wie Hund haben von dem Ding Angst. Das heißt, man kann es tendenziell als latentes Drohmittel benutzen. Ich schalte den Roboter an. Ja. Aber Dyson Handstaubsauger, wirklich meine absolute. Also, wenn ihr irgendwo. Die eigene vier Wände über. Werbung, Alter. Ja, egal. Wahnsinn. Auf jeden Fall kein Dirt Devil, kein. Ne, das ist wirklich so zufriedenstellend. Einmal gleich, glaube ich, du kriegst Kohle. Ja? Mhm. Ich wollte ja Jan D. gerade schon wieder einen neuen Computer verkaufen. Ja, wirklich, schon wieder. Wärst du dich noch? Ja, klar, ich brauche keinen neuen Computer. Guido hat sich gerade einen neuen Computer gekauft. Ich habe den mir einfach bestellt. Gib mir die Kohle, Alter. Überhaupt nicht. Scheiße. Ich habe 900 Euro in der Tasche. Hast du wirklich? Ja. Gepair. Hast du gerade eine Gitarre verkauft? Ja. Gepair. Nee. Dass du eine Gitarre verkaufst? Du kaufst doch immer nur Gitarren. Ja, aber dann muss auch mal. Mein Gott, der Stuhl ist scheiße. Da muss auch mal eine raus, damit die neue rein kann. Ja. Oh, du hast gerade eine schöne neue gekauft. Ja. Oh. Oder noch nicht gekauft? Die SG? Ja, okay. SG von 1967. Hast du die jetzt gekauft? Ja. Mm. Und die klingt so herrlich fantastisch. Mhm. Okay, Jahresrückblick. Habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich wollte die ganze Zeit, ehrlich gesagt, habe ich mir schon selber notiert, ich wollte für mich selber mal, weil ja alles so an einem vorbeirast, aufschreiben, was war denn Monat für Monat eigentlich, was wir so erlebt haben. Ja. Weil so krasse, also richtig heftig geile Sachen passiert sind. Aber die, wenn die vorbei sind, sind sie ja auch wieder vorbei und die nächsten Sachen stehen bevor. Ja, und dann die Geruchstock hast du wieder die Hälfte vergessen. Ja, man kriegt das gar nicht so hin, wie man es. Also wie es die Erlebnisse verdient hätten. Eigentlich ist nichts passiert dieses Jahr. Oh. Ja. Nee, aber wirklich, von der Plattenveröffentlichung im Januar, 12. Januar, über wieder unser... Das dieses Jahr auch war. Ja, noch das dieses Jahr, genau. Ich habe unfassbar... Ich habe so gegen Ende April abends mal ein sehr, sehr gutes Brot gegessen. Das ist eigentlich alles, was dieses Jahr gut passiert ist. Aber war denn dann auch diese Aktion in Köln auf dem Dingsgelände? War das dieses Jahr noch? Ja, klar. Ja. Das war zum Release, dass wir gesagt haben... Ey, das ist für mich so weit weg. Ja, ja, und die Pizza war so lecker, die wir da gestern bevor wir sind. Ach so, wo der Ordnungsamt angerufen hat, in der Pizzeria. Die Idee hatten. Also genau, also jetzt, so ging das Jahr ja los, dass wir am 12. Januar die Platte rausgebracht haben, wieder über unser eigenes Label, was sehr cool war. Und wir uns dann, während wir beim Abendessen waren in Köln, bevor wir zu 1 Live gegangen sind, glaube ich, also, ne? Oder danach? Nee, wir haben bei 1 Live, bei 1 Live. Im Foyer bei 1 Live vor einem Interview bei 1 Live, vor einem Live-Interview haben wir uns gefragt, was, Mensch, heute Nacht kommt unser Album raus, wieso haben wir eigentlich gar keine Album-Release-Party, wie andere Bands, die das mal machen und lange planen, und dann haben wir gesagt, ach, das ist doch einfach aus Quatsch, im Radio einfach ankündigen, dass wir auf den Trümmern des gerade frisch zerdemolierten Undergrounds auf der Baustelle spielen. Ein letztes Konzert im oder auf dem Underground quasi. Haben das dann durchgesagt. Da haben wir gedacht, naja gut, komm, wenn das Ganze um 8:30 über den Äther geht bei 1 Live, das kriegt ja sowieso keiner mit. Und das war, glaube ich, das war ein Donnerstagabend oder sowas. Ne? Und Freitag ist das Album. Ja, genau. Ja. Und ne, bei... Wir hatten eine Akustikgitarre, den kamen wir wegen dem Radiozeug. Hatten wir einen Akustikbass, zwei Akustikgitarren und die Tröte. Ja, aber keine Mikros, keine Verstärkung, nichts. Und dann haben wir gesagt, wir setzen uns mit dem Kasten Bier da halt hin, wer kommen will, der kommt. Und sind danach dann was futtern gegangen und beim Futtern rief uns auf einmal dann das Ordnungsamt an. Ja, genau. und der Eigentümer des Baugeländes auch. Genau, der Bauzaunbesitzer. Ja, sowas. Und da, als wir ankamen, war auch schon ordentlich Ordnungsamt und Polizei da, mit 8 Autos oder so. Und mehrere hundert Leute haben neben der Baustelle gewartet. Dann gab es ein langes Hin und Her, wo, ich glaube, sind Alpe und Alex sind, glaube ich, zum Ordnungsamt hingegangen, um mit denen zu diskutieren, die natürlich durchaus nett und verständnisvoll Nein gesagt haben. Ja, genau, dass es einfach nicht geht. Und
Dann waren die Leute von der Stapelbar auf dem Helios-Gelände waren nett genug, um kurzfristig zu sagen, dann kommt doch einfach quasi in unseren Hinterhof, was auch das Baugelände ist, das spielt ja halt einfach da. Und dann sind wir mit diesen mehreren hundert Leuten dahin umgezogen und haben da nachts halt gespielt. Und man glaubt es kaum, dann haben auf einmal Leute hinter uns auf dem Hausdach gestanden mit Bengalos und ja. Ich weiß nicht, also eine Riesenparty. Wahrscheinlich haben nur die ersten 7 oder 8 Leute vor uns direkt was gehört. Aber der ganze Platz war voll mit Leuten und ja. Das war echt. Dann nahm quasi damit das lauter als Bombenjahr seinen Startpunkt und Lauf. Ja, wir haben am Tag danach haben wir noch, glaube ich, auch eine Kluftpuppe aufgenommen. Am Release-Tag, wo wir auch über dieses Konzert ein bisschen erzählt haben. Ich glaube, die 50. oder sowas. Oh, ja, kann, wirklich? Irgendwie so, wenn dann noch jemand nachhören möchte. Es war eine gute Folge, weil wir noch so geflasht waren von der Nacht. Ja. Und währenddessen rief auch noch der Kölner Stadtanzeiger an und wollte ein Interview machen und ob wir, wie wir jetzt verklagt werden und ich weiß nicht was, keine Ahnung. Ob und wie. Aber es ist alles gut gegangen. Ja, keine Klage. Ich habe auch die Polizei, das Ordnungsamt zwischendurch nochmal getroffen in Fernfeld, so hier und da trifft man die auch auf der Straße, wenn die einem das Auto abschleppen wollen. Habe mich aber nochmal sehr dafür bedankt, dass die so kulant geil waren. Also war echt super. Die waren auch mega Fan. Die haben uns immer noch gesagt, ja, voll geil, das war so eine gute Aktion. Müsst ihr nochmal machen. Nein, die nicht, alle selber geil. Das sehr gut, schön, Alter. So ist doch gut. Genau, dann kam die Platte das, zusammen am selben Tag wie das Album von Feine Sahne, was dann irgendwie insgesamt ein guter Tag war. Ja, ich war Wanderer, glaube ich, auch noch Release. Ah, ja, das war halt insgesamt ein sehr guter Punk-Tag, muss man sagen. Und wir wussten, es geht bald auf Tour, was ja halt auch super war. Dann, ich weiß nicht, was bis dahin dann noch alles passierte bis zu der Tour. Aber die Tour wir haben ja so diverse Radio-Interviews und so weiter zu der Zeit gegeben. Bei Aspekte dann, waren wir. Genau, im Morgenmagazin oder sowas. Ich glaube, diesmal tatsächlich nicht. Nee, nee. Oder das war beim letzten Mal, genau. Ja. Aber, genau, also, nee, aber wir waren doch in diesem. Aber das war später erst. Was war das nochmal? Das andere Morgenmagazin. Ich weiß nicht, was man kennt ja sehr, das andere Morgen. Kaffee und Brötchen oder wie das heißt. Ach, bei Voll ja, so heißt das genau richtig. Ja, okay, alles klar. Ja genau, also dann tingelten wir so ein bisschen durch die Gegend, haben natürlich dann also quasi bei den Radios die Klinken geputzt. Ich mach mal meinen Kalender auf, nicht, dass wir irgendwas vergessen. Aber ich meine, also vielleicht mache ich kurz einen Schritt, wir können wieder zurückspulen, aber wo wir gerade eh bei dieser Aktion sind, die wir in Köln gemacht haben, dafür wurden wir auch für einen Preis nominiert, für einen Popkulturpreis. Und dann kam ja die Tour und auf der Tour haben wir ja eine Aktion gestartet in Köln, die auch, fand ich, sehr gelungen war, dass wir mit Kraftklub die Bühnen getauscht haben, weil die im Palladium gespielt haben, wir im E-Wert, das ist direkt nebeneinander, und dann haben wir gedacht, switchen wir doch mal für einen Song spontan die Bühnen, und dafür haben wir eine Nominierung gekriegt für den Preis, und sogar gekriegt, wir können uns mit Kraftklub diesen Preis teilen, haben wir eigentlich schon, wir haben ja jetzt zwei, wir müssen einen doch jetzt wieder denen geben. Ja, genau, wir haben dann spät im, wann waren wir dann, im Oktober, den Preis für Popkultur gewonnen, genau, ja, für die beste Idee des Jahres, dass man sowas kriegen kann. Keine Ahnung. Ja, aber ist doch schön. Wir haben uns gewundert, Kraftklub auch, weil wir alle dachten, wir sind halt da für Getränke und Schnittchen. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn die Jury gewusst hätte, dass hier in Osnabrück im Rosenhof ein Stofftieraffe sitzt, dem man einen Sack und einen Penis angenäht hat, dann wäre das wahrscheinlich die Idee des Jahres gewesen. Nee, und wir haben erst einen Preis gekriegt und dachten, dass Finn Kliman uns den doch mit seiner geschickten Hand auseinandersägen und in zwei machen kann. Und prompt eine Woche oder zwei später kam ein großes Paket bei uns im Büro an mit auch einem zweiten Preis. Jetzt haben wir aber zwei Preise und Kraftklub null. Gut, dass die sich gedacht haben, dass Kraftklub sich sowieso schon mal den Preis wahrscheinlich einverleiben und wir ohne dastehen. Aber jetzt haben wir zwei, weil wir die gierigen Schweine waren, die den Preis mitgenommen haben. Wir bringen den einfach irgendwann mal. Ja, müssen wir vorbeibringen. Ne? Ja. Schicken ist scheiße. Schicken ist scheiße. Ja, wir müssen da irgendwie so ein Happening draus machen. Ich weiß auch nicht. Zum nächsten Jahr vielleicht. Oder wir behalten einfach. Die haben Preise genug. Ja, boah. Das ist eigentlich der erste Preis, den wir kriegen. Wir? Überhaupt jetzt mal jemals? Da gehe ich doch stark von aus. Wir waren jetzt mal nur nominiert. Das erste Mal, wisst ihr noch, das erste Mal, wo wir nominiert waren, war beim Echo, und zwar als beste Band. Und wisst ihr, wer da gewonnen hat? No Angels. Ja. Nein. In unserer Kategorie. Ja. No Angels. Beste Liveband. Hör auf. Ja. Oh nee, beste Band einfach nur, glaube ich. So. Und das war doch, das war ja zu dieser ganzen komischen Girlgroup-Zeit. Und dann haben wir den Preis nicht gekriegt, sondern die No Angels. Und wir waren aber auch als beste Girlgroup, vielleicht wir auch. Wir waren auch als beste Girlgroup. Kann ja sein. Ja. Guido war auf jeden Fall, hat die beste Aktion des Abends gerissen. Er hat sich, weil so langweilig war die Show, hat er sich so kleine Jägermeister reingepetert.
und ist dann irgendwann so eine Treppe runtergefallen und direkt vor der Security gelandet. Ja, von, aber genau von dem Typen, der mir Anfang gesagt hat, aber nicht mit den Dingern rumschmeißen hier. Ja. Hast du dann doch indirekt gemacht, Treppe runtergeschmissen. Inklusive dir. Selber. So, aber wo wir gerade bei Tour waren. Tatsächlich im Februar ging es dann ja los. Genau. Mit der Tour. Ich sehe ja, ist richtig, ja. Erster Block Bremen, Hannover, Berlin, Rostock. Und mit Matze Rossi also, zusammen, ne? Oh ja. Ja, wir hatten auch so geile Vorbands. Das war richtig gut. Das war eine tolle Sache. Das war also diese ganze Tour von den Leuten, die da hingekommen sind, von dem, dass wir die Lauter als Bomben-Songs spielen konnten live und dem, was wir für Bands mitnehmen durften, so war es einfach von vorne bis hinten Wahnsinn. Auch fast komplett ausverkauft, die ganze Tour. Ja. Ja, Bremen ist doch jetzt tatsächlich auf der Tour Anfang des nächsten Jahres schon wieder dabei. Ist die einzige Stadt, die zweimal vorkommt, weil boah, Bremen. Show Schlachthof war ja sofort erstes ausverkauft. Konzert war so schnell ausverkauft, dass wir direkt nachgelegt haben und gesagt, pass auf, wir kommen Frühjahr 2019 nochmal vorbei. Und Aladdin, wo jetzt irgendwie, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, liebe Bremer Leute, ist das so? Dass es Aladdin eventuell zumacht. Spielen wir überhaupt noch im Aladdin oder können wir ja schon gar nicht mehr spielen? Ich habe irgendwie durch die Blume gehört, dass wir eigentlich so das letzte Konzert im Aladdin spielen, dass der Laden stehen bleibt. Ob der renoviert wird, ist nicht so ganz klar, aber es wird wahrscheinlich einen neuen Namen bekommen und einen neuen Besitzer. Das war der letzte. Ah ja, okay. Das ist doch schön, dann können wir den auch zu Club machen. Aber das ist ja in Hamburg auch so, oder? In Hamburg, wenn wir in Hamburg, wir kommen ja zurück nach Hamburg, nach Berlin zum Beispiel auch, aber im Rahmen von den Geburtstagskonzerten im April 2019 mit Anti-Flag und Itchy, da haben wir irgendwie die Info gekriegt für Hamburg, dass danach, was war nochmal, dass Harry Potter übernimmt. Ja, so ein Musical, mit einem, glaube ich, irgendwo zu so einem Musical. Im Meertheater, das wäre auch das letzte Konzert im Meertheater. Genau. Scheiße, wir drehen überall den Schlüssel rum. Ja klar, wir dann machen aus dem Meertheater das Nicht-Meertheater. Oder Märchentheater dann in dem Fall. Oh. Ja. Genau, dann kam der nächste Block Anfang März mit Dresden, Wien, München, Karlsruhe und Zürich. Da war ein ZSK dabei. ZSK, das war auch eine wahnsinns gute Rutsche. Ich weiß zum Beispiel noch hier Karlsruhe, wo ich das gerade sehe. In Karlsruhe ist einfach die Hölle losgebrochen. Ja, wo man so dachte, also ich könnte es jetzt gar nicht mehr an irgendeiner Sache festmachen, aber man hat wirklich von Minute zu Minute gedacht, das gibt es einfach gar nicht, was hier passiert. Ja. Ein Publikum und Wahnsinn und Menschenpyramide, Hulk, der sich da die Shirts zerrissen hat. So geil. Also die Stimmung war Wahnsinn einfach. Die haben uns ja nicht mehr von der Bühne gelassen. Mhm. Also wir konnten einfach nicht aufhören zu spielen. Nein, Zürich, das haben wir gestern auch noch Zürich ein Thema gehabt, wo da der Rollstuhlfahrer ja. Crowdsurft ist. Das war auch ein mega geiles Bild. Auf einmal schwupp, sitzt da so ein Typ im Rollstuhl auf den Leuten. Aber ein richtig fetter Rollstuhl. Also riesig. Und alle dachten, der schmiert doch gleich ab und dann ist er da rübergetragen worden. Saugefährlich eigentlich. Ja, naja, dann ist es halt so. Und sag mal, ist das denn so, wir haben gestern nach dem Konzert noch diskutiert, eben über dieses Konzert, dass vielleicht wir in Zürich das erste und bisher auch einzige Mal Apollo Creed von dem aktuellen Album gespielt haben. Leider. Wir haben ihn auf jeden Fall da gespielt. Ich sage auch, ja. Ich sage mindestens da einmal oder zweimal. Noch bei einem anderen Konzert. Ich meine auch, dass wir den irgendwo anders auch noch gespielt haben. Ich glaube, dass man gesagt hat, ach, oh, geht ja. Und dann haben wir nochmal gespielt. Und aber nach Zürich war die Tour vorbei, ja, der Tourblock wieder. Aber ich meine, und dann hat was vergessen, dass es ging. Irgendwo gezockt hätte. Aber auf jeden Fall haben wir den. Wir haben alle Lauter als Bomben-Songs mal live gespielt. Dings auch, die Trick mit dem Fliegen? Den haben wir auch schon mal live. Auch das alles brauche ich jetzt? Den nicht. Ah, den haben wir geprobt, aber nicht gespielt. Okay. Aber also, der Trick mit dem Fliegen, den hat es auch mal gegeben, ja. Okay. Den gab es sogar in schnell und langsam. Genau, kurze Hintergrund. Ein Klinker, es ist bei jedem Album so, dass man feststellt, so manche Songs machen dann doch beim Zocken selber nicht so richtig Bock oder eignen sich nicht so geil für ein Live-Set. In dem ganzen Blumenstrauß an Songs, die man dann da zusammenpackt. Und bei Lauter als Bomben war es jetzt tatsächlich, das alles brauche ich jetzt, der mega geil treibt und irgendwie Bock macht, aber super anstrengend ist für die Stimme, ja, glaube ich. Ja, ne? Unglaublich anstrengend für die Stimme. Es gibt so Songs, die da gibst du echt im Studio dann so alles rein und wenn du nur den Song natürlich machen musst und dir so lange Pausen nehmen kannst, wie du willst, dann kannst du natürlich auch röhren und brüllen wie eine Sau. Aber wenn du dann noch irgendwie ein 90-Minuten-Konzert spielst und das da irgendwie reinpackst, da fixst du dir so dermaßen die Stimme, deswegen macht man es dann besser halt einfach nicht. Und Trick mit dem Fliegen entpuppte sich als vielleicht ein bisschen zu getragen zäh oder irgendwie so, ne?
Da haben wir noch so eine Punkrock-Version von gemacht. Die haben wir nie gespielt, oder? Nee, die haben wir geprobt, aber die haben wir nicht gespielt. Haben wir nicht? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Die haben wir nicht live gespielt. Ich habe nämlich nochmal das Gefühl, dass wir gesagt haben, wir spielen erst beide Versionen. Ja, aber haben wir nicht. Ja, und Apollo Creed vielleicht ein bis zwei Mal. Wobei der auch, glaube ich, schon häufiger mal gefordert wurde, ne? Ja. Glaube ich. Na, mal sehen. In 10 Jahren, wenn wir hier im Rosenhof sind und das 10-Jährige vom boah, wäre das krass, wenn wir hier wirklich sind. Wenn wir wirklich in 10 Jahren gehen, dann setzen wir uns aber hier wieder in den Raum. Heftig. Boah. Dann machen wir hier Germanium Mundus, oder wie heißt das nochmal? Schablonica Germanium. Ja, so, genau. Den ja, Bonustrack von dir. Ja. Wir sind ja gerade hier und mussten wir haben jetzt dieses Jahr 10 Jahre Coma Chameleon, also das Album, wo Stop the Clocks und so drauf waren, und haben dafür die ganzen Songs geprobt, um die hier bei den Jahresabschlusskonzerten zu spielen. Und haben da auch gemerkt, welche Songs halt wirklich einfach Bock machen zu spielen oder zu heftig sind für die Stimme und dann der Rest des Sets einfach nur noch Schrott im Hals ist oder was auch immer. Es ist total interessant immer, dass man es eigentlich nie hinkriegt, ein ganzes Album spielbar zu haben. So richtig geil, oder? Also, sagen wir so, das kriegt man schon irgendwie hin, aber also gibt so Songs, wo man eher so eine, in Anführungsstrichen, Wohlfühlmitte hat, wo man einfach ganz genau weiß, das läuft und da musst du nicht so ultra viel Kontrolle in alles reinlegen, dass danach du halt völlig geschrottet bist. Oder anderer Fall, Parade of One, der letzte Song von der Long Way Home, glaube ich, ne? Der so episch ist, den haben wir auch ein paar Mal, haben wir sogar in der Halle Münsterland mal gespielt. Jo. Und da muss man auch sagen, das ist kein Song, den man live spielen sollte. Oder wir zumindest nicht. Ja, nee. Ich weiß, wisst ihr das noch, als wir die Tour zur Long Way Home angefangen haben? In Hamburg, genau. Ja. Und da hatte ich sogar noch, weil ein Teil auch Akustikgitarre ist und dann auf E-Gitarre. Akustikgitarrenständer. Ein Akustikgitarrenständer, dass die Akustikgitarre vor mir aufgestellt war und ich spielen konnte und dahinter die E-Gitarre umgehängt hatte. Guck mal, das sind wir schon wieder bei Ständer und aufgestellt. Das dreht sich alles im Kreis. Ja. Aber das war sehr unangenehm. Ja, ja, eben. Ach so. Und ja, gut, also schade, aber das ist auch ein Song für auf Platte. Ja, auf jeden Fall. Aber davon ab muss man sagen, auf jetzt zum Beispiel dem letzten Teil von dieser Clubtour von der Lotte als Frühjahrsrutsche, halt, wo Dortmund die Leoniden dabei waren. Mit den Leoniden, genau. Genau, was war dabei? Dortmund, Köln. Dortmund, dann kam Hamburg, Köln, E-Werk, Erlangen, E-Werk, Wiesbaden, Schlachthof und Saarbrücken Garage. Also, Alter, das war eine krasse Rutsche. Also das, ohne Scheiß, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, das war, glaube ich, das war in der, sage ich jetzt einfach, ja, in der ganzen Bandgeschichte die krasseste Woche an Konzerten, die wir je erlebt haben. Gut, dass da Julian auch dabei war. Also man kann sich das auch quasi videodokumentarisch auf YouTube angucken. Das war auch perfekt, dass der das auch noch alles mitgenommen hat. Ja, und der liebe Julian, gut Zeit hat. Also alles wirklich in jedem Moment, die Kamera läuft gerade und alles festgehalten. Ist wirklich eine ganz tolle Doku, die man sich bei YouTube angucken kann. Wie heißt die 6 Tage auf Tour mit den Donuts? Oder? Ja, 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 genau. Und da sieht man dann wirklich auch, und auf der Tour haben wir gesehen, dass Lauter als Bombenalbum ist, das aber zum großen Teil halt wirklich einfach auch direkt einstöpseln, spielbar und gut ist. Wo jeder Song halt dann doch echt sehr schnell uns in Fleisch und Blut übergegangen ist. Kurzer Themensprung. Oh, ich bin gespannt. In Pompeji, wo der Vulkan ausgebrochen ist, hat ja Leute richtig versteinert und Tiere. Mhm. Ich würde gerne, wenn das mal passiert, gerade am Telefon sitzen und lachend in den Hörer bellen und in der einen Hand habe ich einen Kuli und schwenk den. Und so möchte ich versteinert werden. Okay. Guter Themenwechsel. Ja. Aber ich meine, vielleicht zu Recht, finde ich. Ja. Ja. Nochmal ein letztes schönes Telefonat. Lachend in den Hörer bellen, den Kugelschreiber hochgereckt. Ja. Apropos bellen, ich habe mir da in Dortmund auf der Rutsche, da war ja ein Tätowierer da hier. Dann, du hast ja auch noch einen Fan tätowiert in Dortmund. Ja. Die halbe Crew. Und ich habe mir meinen Hund tätowieren lassen. Sehr schön. Weil mit die Und was hat er dazu gesagt? Hatte. Wer? Der Hund? Hat ihm das gefallen? Ja. Ach, du hast dich. Ach so. Ich habe mich meinen Hund tätowieren lassen. Boah, wäre das heftig. Ja, wenn er so komplett zutätowiert wäre. Super. Aber so beim Fell sieht man es nicht. Und dann, was muss ich da auch reingucken? Ja, guck mal ganz kurz. Alex macht ein Foto. Guido, warte mal. 1, 2, 3, 4. Ja, Deko, fehlt es doch noch. Ja, ich weiß noch nicht, wo ich hinhuschen soll. Ja, so. Aber warum sind die dahin jetzt so unscharf? Ist das dieses neue Telefon? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Auf jeden Fall muss ich noch mal was sagen, was auch, wo ich sicherlich im Vorteil euch gegenüber bin, diese Zeit von Coma Chameleon bis jetzt kommt mir wahnsinnig lange her vor den 10 Jahren. Also wenn ich überlege, dieses Studio und wir haben Coma Chameleon aufgenommen, es kommt mir sauweit vor und alle sagen immer, je älter man wird, desto kürzer kommt alles vor.
Ah, ja. Also meinst du vielleicht, du wirst gar nicht älter? Nee. Vielleicht bist du irgendwann so ein Benjamin Button und wirst wieder jünger. Ich drehe mich einfach gegen die Uhr. Das ist doch schön. Ja. Ach. Und haben wir schon mal über meine Zeittheorie gesprochen? Wie man die Theorie des Zeitempfindens? Warum das so ist? Warum ist das so? Weil man das meiste schon kennt und alles langweilig. Ach so, weil es nicht neu, weil nichts Neues passiert. Im Prinzip genau das. Ich glaube, das hatten wir schon mal, oder? Ja, ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Aber was ist denn los, Guido? Was habe ich denn, Guido? Was ist bloß los? Also so wie neue Kerben im Baum, habe ich das, glaube ich, schon mal genannt. Ja. Dass man als Kind, da kommen ja alle kurzen Zeiten einem schon ewig lange vor, weil man nur neue Eindrücke hat. Also die Sommerferien, dann meinetwegen so eine Schulzeit, die kommen einem vor wie ein Jahr. Jo. Man kennt das alles noch nicht. Ich glaube, ich habe damals sogar schon das Beispiel genannt, dass ich selbst, ich erinnere mich immer früher, als wir in Hannover gewohnt haben, da war ich nur einmal in einer Drogerie mit meiner Mutter als Fünfjähriger und dachte so, das ist alles. Das ist alles, genau, was es gibt. Ist das der Wahnsinn, das ist der beste Freizeitpark der Welt, ja, die Drogerie. Was es hier alles gibt. Und es passieren nur neue Sachen, Kindergarten, Grundschule. Freunde, Spielplatz. Spielplatz habe ich aber auch gedacht, bei uns kam früher das Spielmobil. Hatten wir das schon mal als Thema bestimmt? Keine Ahnung, was ist im Spielmobil? Da kam halt immer, wer hat das organisiert? Das war einfach so ein Anhänger mit so, ich schätze mal, zwei Hippies hatten das Ding und die sind dann rumgefahren und hatten dann sind zu Spielplätzen gefahren und hatten da Spielsachen drin und man konnte Steine anmalen wie Marienkäfer. Das war super. Und hinterher fehlten immer zwei Kinder. Oh! Ey, aber darf ich auch kurz was einhaken? Ja. Wo du gerade sagtest, also Zeitempfinden und dann Benjamin Button. Ne? Ich habe für unseren Tourmanager Euse ein Purgedicht gemacht. Und da geht es genau um dieses Thema. Der hat sich nämlich, er hat sich auch ein Tier und einen Gegenstand. Das habe ich schon gehört, das fantastische Lied. Das ist selber. Und einen Namen. Und das Tier ist nämlich, das nennt sich Turritopsis dorni. Ach. Das sind Quallen, die, wenn sie irgendwann keinen Bock mehr haben, älter zu werden, wie auch immer sie das machen, wieder jünger werden einfach. Und die können theoretisch ihr Leben, also ewig leben, wenn nicht irgendwie ein Unfall passiert. Wie aber ist doch Unsinn. Doch, ist so. Wirklich. Aber wollen wir dann jetzt vielleicht das mal einhaken? Ja, das können wir doch jetzt zum Beispiel reinschmeißen. Also ihr wisst, die Purgedichte, ich sag's immer wieder, Jan Dirk, aka Purgen, schreibt euch oder dem Glücklichen, den er auswählt, ein Gedicht, ihr müsst nur schicken, einen Namen, ein Tier und einen Gegenstand. Ja. Und daraus wird dann ein langes oder kurzes oder wie es halt beliebt, Gedicht geschmiedet. Ja. Ein Textorium höchster Qualität. Textorium höchster Qualität. Ihr könnt sowas schicken an office@donuts.com. Ihr könnt da alles hinschicken. Eure Wünsche, Kommentare, sonst irgendwas. Wir freuen uns immer sehr. Ja. Anregungen, also was auch immer. Heute, was auch immer loswerden wollen. Heute kommt keiner von euch dran, sondern Jan Dirk hat wirklich für unseren Tourleiter Euse ein Gedicht geschrieben über, sagen wir mal, die drei Sachen. Also das Tier, dieses Turritopsis dorni, ich weiß gar nicht, wie man es wirklich ausspricht, aber jetzt mache ich das einfach so. Isabella war der Name, oder Isabel, und warte mal, der Gegenstand war elektrische Zahnbürste. Oh, okay. Ja, dann, den Dreh muss ich erstmal hinkriegen. Dann muss Ingo doch jetzt wieder das Safe Word sagen. Ja. Word. Purgedichte. Gedichte von Purgen. Nahe einer Jahrtausende alten Unterwasserquelle lebte seit Jahrhunderten die wunderschöne Isabelle. Doch man erzählte sich schon lange so von Qualle zu Qualle, das beste Klima im Mittelmeer hast du immer noch um Malle. Also zog Isabelle um und lebte dort ein weiteres Jahrhundert, was natürlich spätestens jetzt den Zuhörer sehr wundert. Ein Leben ganz im Stile eines Benjamin Button, sie wurde wieder jünger, hatte sie das Altwerden satt, denn sie gehörte zur Familie der Turritopsis dorni. Diese nehmen den Tod förmlich aufs Korn, sie können, wenn sie wollen, hätte nie gedacht, das könnte es geben, einfach ihr langes Quallendasein sozusagen rückwärts leben. Doch in all diesen Jahrhunderten kämpfte Isabelle einen Kampf. Und das war der dem Alter geschuldete Mauldampf. Von allen Erfindungen, die sie erlebte, Dampfmaschine, Telefone, vegane Bratwürste, war für sie ganz klar die wichtigste, die elektrische Zahnbürste. Und so lebt Isabelle heute noch in der Bucht von Alcudia ohne Makel, denn sie hält fest umklammert eine E-Zahnbürste bereit in jedem ihrer 16 Tentakel. Ja. Du hast es schon, also ihr habt jetzt alle nicht gehört. Du, Guido, kennst es aber schon. Ich war aber auch wirklich wahnsinnig überrascht, wie gut das war. Ich meine, die sind alle gut,
Aber das war wohl der Meisterwert. Heftig. Ja. Wisst ihr, wann ich das gemacht habe? Nee. Sogar am Probetag vor dem Great Münster Slam in der Halle in Bottrop. Wie bitte, wie, was? Ja, das weil da krass. Saß ich da so rum und dann ging es irgendwie noch nicht los. Und dann habe ich dann, und unser Tourmanager hat mich ja kurz vorher erst, weil er hat irgendwie von diesen Purgedichten mitgekriegt und hat mir dann gesagt, er würde auch gerne eins haben. Auch wenn er nicht jetzt über die Kluftpuppe und so, sondern einfach so direkt. Und dann hat er mir die Sachen gesagt und dann hat es geblitzt in mir. Das ist doch gut. Ja. Also wir haben es jetzt ja nicht gehört, weil wir hier sitzen, du fügst es nachher ein. Ja, genau. Aber wir werden es gehört haben, wenn wir denn selber unsere Puppe anhören würden. Macht das denn einer von euch? Seid ganz ehrlich. Keine Ahnung. Ich habe noch nie eine einzige Folge gehört. Ja, hast du letztes Mal schon gesagt. Ich möchte an der Stelle nochmal bitten, an euch Hörer, das hat nämlich jetzt Matze Hilscher vom Mitvergnügen-Podcast oder Hotel Matze gesagt. Es ist wichtig, dass die Podcasts bewertet werden bei iTunes und so. Und Kommentare und Sterne. Weil dann tauchen die, keine Ahnung, tauchen öfter in irgendwelchen Feeds auf und so. Dann kriegen das mehr Leute mit. Und das finde ich gut. Also wenn, wenn euch das gefällt oder überhaupt. Lasst andere teilhaben. Genau, macht mal ein Sternchen oder einen Kommentar. Geil, ist wie bei YouTube. Ja, ja. Ich wollte ja sagen, wir müssen unseren Channel liken. Lasst ein Like da und abonniert den Channel. Schreibt eure Kommis unten rein. Genau. Ja, es gibt kein unten. Achso. Hm. Ja. Aber jetzt nochmal zu dem Zeitempfinden. Ich wollte das noch einmal kurz zu Ende ausführen. Als Kind, alles neu. Ja. Viele Kerben im Baum, die man alle unterscheiden kann. Neue Eindrücke, dann, keine Ahnung, weiterführende Schule, sich verlieben, Pubertät, alles neu, Chemie, neu, neu, neu. Chemiker sein. Chemiker sein, stinken unter den Armen, ja. Stinken, unter den Reichen. Ja, stinken unter den Fußballverein, ja. Tanzen, was auch immer, Disco, Alkohol, Zigaretten, keine Ahnung, warte ja, ich noch drauf. Disco, Alkohol und Zigaretten nur zusammen. Genau. Dann Ausbildung, studieren, was auch immer man macht. Anfangen zu arbeiten und dann passiert es ganz schnell, dass auf einmal aus diesem ganzen neu, erste Mal Urlaub, erstmal dies, keine Ahnung, eine relativ gleichbleibende. Weißt du was? An der Stelle bin ich nämlich ausgestiegen. Ja, raus und aus dem anderen. Für alle anderen werden mich ab dann nämlich nur Alkohol und Zigaretten. Ich glaube, Disco hörst. Nee, aber dann, es gibt halt, das ist so ähnlich wie wenn man eine Woche krank ist und nur im Bett liegt und Serien guckt, meinetwegen. Schrecklich. Und du kannst hinterher gar nicht mehr die Tage unterscheiden, weil es keine Kerben gibt, sondern immer nur die gleiche Art Ereignis. Bei mir ist es manchmal sogar so, dass ich nicht mehr weiß, was eigentlich in den Folgen der Serien passiert ist, ungefähr. Und man muss sich wirklich manchmal mit Zwang neue Kerben schaffen, neue Sachen machen, nicht immer an den gleichen Ort in Urlaub fahren, damit dass man nicht mehr weiß, war das jetzt 2014 oder 2007 oder 2000, keine Ahnung. Wenn du verschiedene Urlaube in verschiedenen Orten hast, dann weißt du immer, das war da. Weißt du, da hast du verschiedene Scheiben im Kopf, verschiedene Abzweigungen auf der Landkarte. Oder halt fährst immer den gleichen Weg. Also kann Kopf, ja auch schön Kopf sein. Quasi in den Kärcher gehalten, ja? Durch verschiedene Scheiben im Kopf was? Ja. Wenn der Rotor so weit vorne ist. Ja, mich lässt nicht im Kärcher. Mich lässt der Gedanke auch nicht mehr los. Ja. Aber das man muss auch, immer, man also, immer was anderes. Immer was anderes, genau. Also, ich steche mir heute meinen Schraubenzieher das Knie. Ja. Sich mir Zwang gegen selbst Kerben zufügen, das ist sehr dysfunktional übrigens. Nee, also immer was Neues erleben, soweit das denn irgendwie möglich ist. Und sei es nur, da muss ich immer dran denken, Jan Dirk, als wir unseren Motorradführerschein gemacht haben. Ja. Sei es halt sowas. Sei es ein Instrument lernen oder weiß ich nicht was. Oder meine Eltern, die jetzt einfach sind die jetzt so 60 und drüber, die jetzt nochmal einen Englischkurs einfach machen, um mega sie geil aufzufrischen. Also super. Das klingt so scheiße, aber mal gucken, okay, wo sind meine Routinen? Wo kann ich mal was Neues machen? Ja. Mit Miracoli statt der Soße auch einfach mal Pril nehmen. Ja. Am besten noch dann Macaroni, weil dann läuft das Pril in Macaroni. Wenn man vielleicht ganz kleine Stopfen hat, kann man dann links und rechts die Macaroni zustopfen. Und dann hat man eine komplett Pril gefüllte Macaroni. Die kann man dann auch mitnehmen, weil da läuft ja nichts raus. Und wer hat das schon? Ja. Ist es nicht Pril gefüllt? Ja. Pril gefüllt. Aber weiter. Also sehr gut, das beste Beispiel dafür ist doch eigentlich, sind doch eigentlich Deichkind. Die ab irgendwann einfach, man würde doch denken, die haben sich gedacht, so, und jetzt nehmen wir nichts mehr ernst und fahren die Band mit 180 gegen die Wand. Das sagen die doch auch, die haben gesagt, das war der Erfolg nach Nicke mit dem Beat, also ich gebe das so wieder, wie ich es in meinem Kopf gespeichert habe. Die hatten ja diese Deutschrap, frühen Deutschrap-Erfolg mit Nicke mit dem Beat, Weg den Arsch, ja. Bla bla, Bon Voyage. Dann nahm der Erfolg quasi immer mehr ab, dann haben sie gesagt, so, jetzt machen wir nur noch Wahnsinn und fahren die Band gegen die Wand mit Karacho. Und sagen dann, glaube ich, selber, die sind so hart gegen die Wand gefahren, dass sie halt durch die Wand durchgebrochen sind.
mit Krawall und Remi Demi, dass einfach das nächste Ding angefangen hat. Super. Perfekt. Und ab da nur noch kommen lassen. Eigentlich so wie Guido lebt, so ist jede Deichkind-Show, glaube ich. Ja, wahrscheinlich läuft der Lebenslauf der Band Do Nots irgendwann auch drauf hinaus. Da, ist nur noch da will ich hin. Schablonika, ja, haben wir die Band ja schon gegen die Wand gefahren. Ja. Schablonika Gemondis und Ösel aus Nürnberg hat Geburtstag. Ja. Wer das noch nicht gehört hat, bitte, bitte bei Spotify. Wo gibt's das? Kann man die beide bei Spotify hören? Ösel aus Nürnberg hat Ösel, Geburtstag. Das ist übrigens der Ösel. Das ist übrigens Euse, für den Jan Dirk das Gedicht gemacht hat. Ja, genau. Und das war mein Geburtstagslied für den. Ja. Guck, was wir dem schon alles geschenkt haben, Mensch. Ja. Boah. Ja. Euse, Payback Time. Ja. Ich wollte jetzt weitergehen nochmal im Jahr. Wir sind im Mai und dann ging es nämlich auf einmal los mit den Toten Hosen Konzerten, wo wir eingeladen worden sind. Ja. Von den war das erste in Hannover? Nee, das erste war nicht, ne? Stadion in Essen und das war schon mal ein richtiger Knaller zum Anfang. Jo. Da ist auch ein mega Bild entstanden. Komm, wir winken mal den Nachbarn da hinten, da sieht er uns. Wieso, wo ist denn der Nachbar? Hey, der guckt Nachbarn nach. Der kocht was Schönes. Hey, koch uns was mit. Wollen wir ihn anzeigen? Ja. Einfach mal so. Wir gucken hier aus dem Büro, wie so ein SEK-Team den zusammenknüppelt. Das Fenster gestrüppt, was er da hängt, sieht auf jeden Fall wahnsinnig traurig aus. Okay, ne? Schon heftig. Gut, egal. Genug vom Nachbarn, zurück zu den Hosen. Ja, genau. Genau. Dann ging es mich weiter. Waren wir in der Schweiz bei einem Open Air Stoa Beats und weiter nach Hannover mit den Toten Hosen. Ah, da war Hannover. Mhm. Genau. Dann war schon Berlin-Waldbühne mit den Hosen. Boah. Also da muss ich auch nochmal sagen, das war der Wahnsinn. Oder wir haben so krasse Sachen erlebt. Das waren so gute Konzerte. Berlin-Waldbühne, mega Wetter. Ja. Wir sind verwöhnter Haufen. Viel los, also echt krass. Ja, das war schon echt nicht ohne. Es kam aber auch noch sowas wie das Highfield. Ich wollte gerade sagen, es ging weiter, dann von der Waldbühne sind wir nach Ulm ins Ulmer Zelt, was das auch war einfach so ein Wahnsinnstag war. Heftig. Rock the Hill Festival, Rocker war ja dann an dem Sonntag. Genau, wo die Hosen ausgefallen sind. Und wir sind dadurch auf die Hauptbühne, auf den Co-Headline-Slot mit Limp Bizkit gerutscht und auch das war verrückt. Und man muss mal sagen, es gab eine Zeit, wo ich Limp Bizkit schon irgendwie... Interessant fand. Im Auto haben sie mich gekickt. So. Und dann habe ich mich gefreut, mir das anzugucken. Oder war gespannt, sagen wir mal so. Und es war wirklich, lieber Fred Durst, nichts für ungut, aber das war scheiße. Ja. So lustlos und so, was die da an Covers da reingepackt haben. Und also hier den Gitarristen, Wes Borland, irgendwie, den finde ich irgendwie cool, keine Ahnung. Ja, aber das ist Arbeitsverweigerung. Das Konzert als Headliner sozusagen, genau. Ja. Sowas Liebloses. Obwohl eigentlich doch nur der Frank Durst himself, oder? Der Rest hat ja einfach abgeliefert. Aber wenn der so... Aber die Setlist... Oh. Ja, der hat doch bestimmt 5 Covernummern. Ist das denn überhaupt noch... Ist das noch Fred Durst? Oder haben die vielleicht schon nur so... Ach so. Ist das jetzt auch Axl Rose bei denen? Ja. Weiß es ja. Warum denn nicht Axl Rose in allen Bands? Ja. Boah. Peter Maffay weg, Axl Rose rein. Ja, so. Man muss auch mal so Projekte machen. Axl Rose in allen Bands. Ja. Super. Wie ich heute gelesen habe, ganz auch kleiner Einschub, fand ich sehr gut. Hier Bill Murray macht ja immer geile Sachen. Ja, der ist. Aber jetzt auch geil, Macaulay Culkin lässt sich jetzt umnennen, sein Mittelname wird auch Macaulay Culkin. Da heißt es Macaulay Culkin Culkin. Ja, das ist gut. Super. Als wenn es nicht vorher schon schwierig genug wäre, sich vorzustellen mit seinem Namen. Er hat aber erst überlegt, ob der Mittelname der McRib ist wieder da. McRib is back. Ob das sein Mittelname wird. Macaulay McRib is back Culkin. Also finde ich schon okay. Ja. Also siehst du, die machen auch, da sind auch immer neue Sachen passieren, damit es funkt im Leben. Es muss immer funken. Und wir haben dieses Jahr, tatsächlich muss ich wirklich uns selber Applaus geben, tolle Ideen und Sachen gemacht. Wie halt meinetwegen dieses Konzert auf dem Underground-Gelände, wie den Tausch mit Kraftklub. Und ich sehe mich jetzt gerade als nächstes, waren wir in Österreich beim Nova Rock. Ach, ja, und da haben wir ja mit Toromir den ersten Punkrock-Wandertag. Wir haben uns also zur Türöffnung des Festivalgeländes getroffen mit tausenden Leuten und großen Fahnen und sonst irgendwas. Und sind allen voran Turbo Bier und wir zu der einen der großen Bühnen gezogen, wo wir dann gespielt haben. Und der ganze Mob zugange war davor. Und dann sind wir nach unserem Auftritt direkt vorne runter in den Graben, wieder Flaggen in die Hand und rüber zur anderen großen Bühne, wo dann nämlich Turbo Bier gespielt haben. Und das war der erste Punkrock-Wandertag. Und das war
ein mega geiles Ereignis. Es gibt so ein Handyvideo davon und das wirkt einfach wirklich, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, wie bei Game of Thrones, wenn die Untoten, wie heißen die nochmal, White Walker, ja, mit dem Riesen dann noch mittendrin und sowas alle ankommen, genauso wirkt das. Also eine Masse an Leuten, die marodierend zur Bühne zieht. Ja, das war auch echt eine sehr gelungene Aktion. Da muss man auch sagen, wir haben ja wirklich lange nicht mehr auf Nova Rock gespielt. 10 Jahre würde ich sagen. Boah. Also viel und, zu also lange. Die Leute waren ja happy, dass wir wieder da waren. Und ja, dann diese Aktion, also das war richtig geil. Das war richtig, die Stimmung, die war... Hoffentlich dauert es nicht wieder 10 Jahre. Großartig. Und die Woche drauf, das nächste Highlight, Hurricane Southside. Und das muss man bereitziehen, was wir im Wochenabstand... Also wir haben jetzt halt innerhalb von 2 Wochen haben wir erlebt, Berlin-Waldbühne und Rockavari und alles und Nova Rock und Hurricane und Southside. Und also es geht nur tang. Das erste Halbjahr 2018, da muss man echt sagen, heftig. Und jetzt steht hier aber 3 Wochen lang, 4 Wochen lang danach Jan Dirk auf Malle, Eike auf Malle. Ja. So, man muss ja auch mal dann die Seele baumeln. Das ist unser Wandertag. Man muss sich erholen von den Strapazen der Instrumentenbearbeitung. Oh, und was habe ich mich da erholt, das sage ich euch. Ich habe in der Zeit, habe ich mir dann ein Mikro genommen und habe für Arte moderiert den Sommer über. Ach richtig, stimmt. Da warst du ja auch noch unterwegs. Ich bin also wieder auf Festivals unterwegs gewesen. Stimmt. Und habe für Arte Bands anmoderiert, Interviews gemacht und so weiter. Stimmt, so da hast du bundesweit auf irgendwelchen Plakaten gehangen, wo du breitbeinig... Ruf mich an, Stadtbund. Ja. Stimmt, das war ja echt auch noch, dass du da unterwegs warst. Krass. Seele baumeln. Ja. Dann, nachdem Eike kommt quasi, ich sehe das hier gerade, kommt gerade aus dem Flieger. Ach nee, ist noch auf Mallorca. Dann haben wir dieses Mini-Rock-Festival verabschiedet, das ja das letzte Mal stattfand. Das war auch so mega geil. Das war auch eine sehr, sehr emotionale Sache. Ja. Komplett voller Platz. Wir spontan als die... Ja, Midnight Special. Auch da wieder, was der Dick meinte, wir machen die ganzen Läden zu. Ja. Gibt's doch gar nicht. Aber wir haben den auch mit geöffnet. Wir haben am ersten Mini-Rock gespielt. Ja, okay. Ja, das war deswegen so der wir Grund, dass wir, gefragt, dass wir da okay, den Laden zumachen. Und also... Auf kurzfristige Einladung sind wir dann 2 Wochen vor dem Festival, wurden wir erst angefragt, habt ihr nicht Bock noch als Midnight Special? Ich glaube nach Prinz Pi oder sowas, ne? Ja genau, und das war ja wirklich eine ganz kurzfristige Nummer. Ja. Wir haben gesagt, ey, super Idee, wir kommen vorbei. Der Sommer war heiß, da waren es ja da in der Nacht noch 30 Grad oder was. Ja, und es hat super funktioniert. Die Leute waren mega happy, die Veranstalter waren mega happy, wir waren völlig geflasht von dem Konzert, also super. Und tatsächlich, dann eilten wir zurück und dann kam er dann wirklich zurück und aus dem Flieger mehr oder weniger direkt zum Rocco del Schlacco. Auf dem Ponyhof. Was wir dann doch, das haben wir doch eröffnet. Wir eröffnet. auf der kleinen Ponyhof. Der zu, oder was? Leute. Das war auch so ein geiles Konzert, wo Leute einfach durchgedreht sind. Es war so auch ganz, auch da wieder für neue Synapsenverknüpfungen bei uns gesorgt, weil wir auf der Bühne nie gespielt haben, weil wir die Erlebnisse, die wir da gemacht haben, oh Entschuldigung, liebes Rocco del Schlacco, Ingo hat angeregt, dass den riesen Schriftzug Rocco del Schlacco, die Leute bitte umtauschen, sondern die Buchstaben einzeln umstellen, dann stand da irgendwie Rocco del Schlocker, und ach, alles mögliche. Rocco del Schlocker. Die Security und die Veranstalter sind, glaube ich, ein bisschen verzweifelt daran. Wir kommen nichtsdestotrotz nächstes Jahr wieder, in 2019, freuen uns da mega drauf. Und passen persönlich auch die Buchstaben auf. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Da geht es ja dann schon auch wieder weiter. Wir haben ja auch da jetzt schon wieder echt tolle Festivals bestellt. Die kommen, ja. Aber lass uns noch kurz bleiben bei wir sind jetzt im August 2018, wo dann sowas wie da kommt hier noch, nach dem Rocco del Schlacco war ja auch noch hier das Schlossgarten Open Air in Osnabrück, also kein Kilometer Luftlinie von hier, mit Dropkick Murphys. Wo der viel zitierte, oft gehörte Podcast, die Folge von uns entstanden ist, wo ihr Ding vor lauter Alkohol vergessen hat, das Mikro anzuschließen und nur das interne im Computer aufgenommen hat. Ja. Angeschlossen habe ich alles, zugewiesen habe ich nichts. Genau. Ich habe mir nur zu viele Gin Tonics zugewiesen und das war das vergessen. Und dann folgte das Green Juice Festival und super kurzfristig das Highfield Festival, wo wir nicht mal mehr einen Bus hinmieten konnten und mit der Bahn gefahren sind. Oh ja, stimmt. Für wen sind wir eigentlich gekommen? Für Bad Religion. Ach ja, richtig, sowas. Beim Highfield. Und das wiederum, wie ich eben schon meinte, mit der Tourrutsche da im März, die vielleicht die geilste in all den 25 Jahren Band war, war auch da niemand bitte zu nahe treten. Aber das Highfield Festival, was da passiert ist, bei uns und Publikum, das war nicht von dieser Welt. Es war nicht zu erklären. Es war einfach, wir standen wirklich alle mit Tränen in den Augen da und konnten es nicht fassen. Und im Publikum, die Leute haben auch geschrien, geheult, getanzt, weil es einfach, ich weiß nicht, was da los war. Es lag einfach irgendwas, irgendein Blitzen in der Luft.
Wir haben nichts anders gemacht als sonst. Nichts haben wir anders gemacht. Und wir haben vor allem da, finde ich zumindest, habe da auch überhaupt nicht mit gerechnet. Ich habe eher damit gerechnet, dass die Leute so denken, weil wir haben ja im Jahr vorher schon gespielt, weißt du, jetzt wie schon wieder. Und wir wollten auch nicht. Wir wollten noch Bad Religion sehen. Genau. Ja, das haben alle wirklich gedacht. Ne? Ein Jahr vorher waren wir da, jetzt ist irgendwie sind die dabei. Aber das also deswegen haben wir uns natürlich umso mehr den Arsch aufgerissen, aber dass das dabei. Aber dann haben noch dann alle am Start waren, weil ich meine, alle waren zwei Tage vorher angekündigt. Und wir haben, wenn es lange nicht auf dem Plakat steht, dann. Ist ja nicht unbedingt so, dass das alle wegen dir da weiter hinkommen. So. Ja, ja, also ich habe auch damit gerechnet, dass das halt so, so ein okayes Konzert wird, so, aber da, was da passiert ist, war echt der Ober. Man kann das gar nicht in Worte fassen. Es war so geil, dass der Michael Winkler, der viele Videos dreht und da auch sich federführend um den Aftermovie und sowas fürs Highfield kümmert, der hat halt beim Konzert auch dann mitgefilmt für das, was er tut und hat mir nachts um 3:30, 4 noch ein Video geschickt, einen Zusammenschnitt von unserem Auftritt, weil er meinte, ey Alex, ich muss euch das jetzt hier direkt zukommen lassen, weil was war denn da los? Das bitte, wie verrückt ist das denn, dass er direkt das zusammenschneiden und der muss ja ewig viel noch machen also, und tun. Also vielen Dank an dieser Stelle auch. Jo. Das war, also wir haben uns genauso gefühlt wie du. Du hast es bloß dankenswerterweise im Bild festgehalten. Richtig, richtig geil. Und wir in Gin Tonics. Genau. Es ging also selbst zubeiden. Das muss das neue Wort werden. Also. Es ging weiter die Woche drauf. Hatten wir schon wieder 3 Konzerte, auch in Luzern mit den Toten Hosen. Wahnsinn, mit Fein Sahne auch dabei. Ja. Living End. Living End. Oh. Dann eine kleine Clubshow in Schweinfurt. Auch ein total geiler Tag gewesen. Im Stadtbahnhof. Und tags drauf in Bochum beim Zeltfestival, wo wir unsere eigene Supportband waren. Wieder eine, finde ich, eine gute Sache. Ja, gute Idee, speziell ganze. Wir waren quasi die Donuts 2001, haben die Donuts 2018 supportet. Wir haben das komplette Pocket Rock Album am Stück gespielt, was wir natürlich auch vorher erstmal geprobt haben mussten, während all dieser ganzen Konzerte. Ich guck mir das gerade an, wie haben wir das denn gemacht überhaupt, frag ich mich. Proben! Das war aber auch irgendwie ganz geil. Das hat sehr viel Spaß gemacht und auch da sehr viel grinsende Menschen im Publikum. Warum haben die gegrinst? Ja, weil ich eine kurze Hose angezogen habe. Das ist das Einzige, warum ich mir das erlaubt habe, weil 2001 war das noch okay, Baggy Pants auf der Bühne. Es war auch mega heiß an dem Tag. Ja, Und beendet haben wir dann den Festivalsommer am 1. September bei Rock im Wald. Also Nähe Karlsruhe, in Karlsruhe, sonst irgendwo, ne? Ah ja, richtig, genau. Das war das Letzte dann, das Letzte Open Air. Absolut. Und dann Und dann haben wir hier nochmal wieder Bandurlaub und sonst was alles, ganz Kleinigkeiten. Da bin ich dann wieder zum Lollapalooza-Festival gefahren. Ja, für Arte moderieren, herrlich. Und konzertmäßig ging es dann tatsächlich erst weiter in Ende November jetzt mit der Rutsche Magdeburg, Jena, Kaiserslautern, Augsburg und Schladming mit den Bodenhosen. Ja. Sehr genau, schön. Das Big Day Out gab es ja noch. Das Ach, genau, ja stimmt. Das am 17. November, glaube ich, richtig, oder sowas. Ja. Mit Teddy Wieland und mit Turbo Bier wieder. Ah, da war Bangkok Wandertag wieder da. Und wir haben uns also auf dieser anderen Rutsche, die ich gerade meinte, mehr oder weniger warm gespielt für den Grand Münster Slam, der jetzt vor 2 Wochen war. Ist schon wieder 2 Wochen her, ist auch irre. Ja. Da waren dann die Blackout Problems mit dabei, Smile and Burn bei der, dabei. Bei der kleinen Rutsche, genau. Bei der Mini-Rutsche. Und den Grand Münster Slam, der hat mich wieder auch komplett umgehauen. Ja, also so das Heimspiel einfach alle 2 Jahre. Diesmal mit Chuck Reagan und Turbo Start. Ich fand so sehr emotional immer die Konzerte. Total, also total. Und ich fand vor allen Dingen, fühlte es sich so gut diesmal an, weil wir so wenig aufgeregt waren. Also eine Aufregung ist auch immer gut, so ein bisschen für dieses. Aber wir haben kopffrei. Kopf, das ist vielleicht eher das Ding. Kopffrei, wir waren gut vorbereitet. Noch diese, mehr. Aufwärmkonzerte vorher waren wirklich gut dafür. Ja. Genau, man konnte echt, ich hatte einfach nur wahnsinnig viel Spaß. Ich weiß auch, vor 2 Jahren, das war ja auch super geil, aber da hat man halt im Kopf gehabt, DVD aufzeichnen. Mhm. Wir hatten eine zweite Bühne. Mhm. Wir hatten irgendwie so ein paar Specials geplant und Gäste und so weiter. Mhm. Und da war man echt so, also man hat, oder ich zumindest hatte viel zu viel im Kopf eigentlich, um den Blick auf die Leute zu haben, so ein bisschen mehr. Genau. Und diesmal war das halt komplett gegeben, weil wir einfach ein Konzert gespielt haben. Stimmt, wir haben die DVD, das war beim letzten Mal super kurzfristig, dass wir gesagt haben, wir zeichnen es auf, um das mit in die Lauter als Bomben mit reinzugeben. Dann weiß ich noch, sollte ja Sammy Problem kein Problem mitmachen und dann hieß es, nee, der hat Fieber und so, es wird vielleicht nichts. Da wussten wir also bis kurz vorher gar nicht, passiert das oder passiert genau, das aber nicht. Sammy, vielen Dank, hat sich einfach auf den Weg gemacht nach Münster und das durchgezogen, 1A, die Antilopen waren da und. Und dieses Mal, genau, was du sagst, man konnte einfach sagen, wir spielen ein Konzert und was passiert, passiert. Ja.
Und auch los. Wieder mit Gästen, aber dann natürlich einfach Chuck, ja. der bei So Long mitgesungen hat ja. Und Jan, der bei Gegenwindsurfen gesungen hat. Die das beide auch, also ich meine, als hätten die das, würden die das jeden Tag machen. Wir haben beim Soundcheck nur so kurz geprobt. Und ich meine, Chuck, der ja eh erfahren ist, mit 1000 Musikern immer zusammen einfach irgendwelche Mucke zu machen, der, ich glaube, für ihn ist das gar nichts Neues. Und Jan war auch super. Und er ist krass, war, hat richtig fand, Bock gemacht. Ich fand tatsächlich auch beim Konzert gegen Finn Surfen, als ihr beiden auf diesen Risern standen. Ja, das war geil. Boah, ich habe mich auf den einen so gestellt und Jan hat sich instinktiv auf den anderen gestellt und dann haben wir uns quasi so gebettelt. So und ich habe mir in dem Moment auch gedacht, Alter, du coole Sau, dass du daran gedacht hast. Ja. Geil. Ja, also das war so ein mega Moment auch, fand ich super. Und ja, man steht eigentlich immer nur da und denkt so, krass, dass so viele Leute jetzt in dem Fall, dass da über 6000 Leute sich auf den Weg machen, um diesen Abend mit uns zu erleben. Das ist wirklich nicht ohne. Vielen Dank. Und jetzt, also, und anstatt einfach mal zu Hause zu bleiben zwischen den Feiertagen, seid ihr jetzt auch schon wieder für 2 Jahresabschlusskonzerte, die auch bald ausverkauft sind. In Osnabrück. Gleich geht's wieder weiter. Ja, unten, ich weiß nicht, ob man das hört, fängt gerade schon der Soundcheck an, also die Grundeinrichtung. Wir gehen jetzt gleich runter und üben noch ein paar von den Koma Chameleon Songs, die wir gestern nicht gespielt haben. Killing Time fehlt, glaube ich, noch. Genau, ne? Summer Sunday fehlt. Das machen wir heute alles. Genau. Okay. Gestern waren die famosen Düsenjäger dabei, heute Taskete, die Band von Aaron von Harmful und Flo Weber von den Sportfreunden. Neue Band, freuen wir uns auch drauf. Und dann geht es ja im nächsten Jahr eigentlich auch relativ bald schon wieder weiter mit Montreal zusammen in Österreich und Schweiz. Anfang Januar direkt. Wir haben gar nicht lange Pause. Eine Woche, glaube ich, und dann geht es schon wieder ist los. Ja irre, ey. Und dann wieder eine Woche weiter sind wir dann in jetzt bin ich gespannt, ob du das auswendig hinkriegst, wo wir da sind, weil ich könnte es nicht sagen. Die Shows mit Buster Shuffle. Ja. Lass mich ganz kurz überlegen. Also ich wüsste jetzt nicht in Reihenfolge, aber ich kann dir sagen, dass dabei Bremen ist. Ich kann dir sagen, dass Stuttgart dabei ist. Jawohl. Ich kann dir sagen, dass Leipzig dabei ist. Ja. Ich kann dir sagen, dass... Ja, komm. Man kommt nämlich nicht mehr hinterher. Man kriegt das gar nicht mehr hin. Ja, richtig. Heidelberg ist natürlich dabei und Nürnberg ist natürlich auch dabei. Das sind die Konzerte, ja. Stuttgart, Nürnberg, Leipzig, Bremen und Heidelberg. Und das wären tatsächlich die letzten Clubshows zur Lauthals-Bombentour. Jo, Leute, wenn ihr nochmal sehen wollt, kommt vorbei. Das ist und, dann am Ende. Weil dann kommt nämlich schon wieder nur noch in Anführungsstrichen, im April zum Bandgeburtstag. Zum 25. Bandgeburtstag. Ach, hör doch auf. Die Birthday Slams. Also das ist geil, dass wir auf Slams, also wie der Münster Slam, jetzt halt nicht mehr so lange warten müssen. Und ich bin sau gespannt, ja, wie diese großen Shows in den anderen Städten mal funktionieren. Ja. Münster ist halt wirklich seit den letzten 2-3 Mal immer mega krass gewesen. Und wie wird das jetzt in den großen Hallen, was ich Berlin, Hamburg und so irgendwo. Also wir haben Enterflick und Itchy gefragt. Die konnten nicht jeweils an allen Terminen. Das heißt, wir werden in Düsseldorf wird nur Itchy dabei sein. Wir haben aber noch eine andere Band dabei, die wir noch nicht ankündigen dürfen. Da muss ich schon mal sagen, ui, ui, ui. Da haben wir uns selber ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk gemacht mit der Band, die in Düsseldorf noch mit dabei sein wird. Und ganz viel Liebe, ganz viel Band-Historie zusammen und eine ganz wichtige Band für uns. Jo, das ist geil, dass das jetzt so geklappt hat. Ja. In Hamburg sind Itchy und Enterflag dabei. Genau, ne? Im Meertheater, in der Kolumbiahalle in Berlin ebenfalls mit Itchy und Enterflag. Und in Wiesbaden haben wir dann nur Enterflag dabei, aber hey, zweimal, denn wir spielen mittags und abends. Das haben wir noch nie gemacht, oder? Also in der Matinee und dann abends. Wir haben ja Scheune schon zweimal nacheinander gegeben. Genau. Aber so bekloppt waren wir noch nie. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwie funktioniert. Ich muss doch nochmal die Uhrzeit nachgucken, wann das mittags losgeht. Ich glaube um 1 glaube ich, oder? Keine Ahnung. Also einmal früh shoppen, einmal... Ja, guckt auf jeden Fall nochmal, wann die Einlasszeiten beginnt sein. Ja, die genau. Die haben sich halt so die Bands manchmal ein bisschen verschoben und so. Genau, da sollte man drauf hinweisen. Das sollten wir nochmal allen sagen. Dass man gerade in Hamburg steht ja eigentlich, glaube ich, Beginn 20 Uhr. Das stimmt natürlich dann jetzt nicht mehr, sondern seid mal bitte schon um 6:30 da, sagen wir mal. Ja, genau. Checkt das nochmal über die Homepage oder Facebook, wie auch immer. Das hat sich ein bisschen auf jeden Fall verändert. Ich glaube, da ist es jetzt so, dass um 18 Uhr Einlass ist und um 19 Uhr die erste Band spielt. Ja. Das Problem wäre nämlich gewesen, dass wir sonst... wir unser Konzert zum Teil irgendwie erst um 10:30 angefangen hätten und in der Woche und das, also es wäre euch gegenüber, glaube ich, dann doch auch kacke gewesen.
Kommt da also vorbei, wenn ihr nochmal, wenn ihr also bei den großen Geburtstagsshows und mit Dach über dem Kopf dabei sein wollt. Denn ansonsten gibt es für dieses Jahr eigentlich dann nur noch ein paar Festivals, die natürlich jetzt schon bestätigt sind. Genau, das Rokulestako, das Zaubertal, das, wo sind wir denn da? Das Deichbrand, das Mainstream, das Open Flair. Das Appetit Luzi Festival haben wir bestätigt. Genau, ein paar veröffentlichen jetzt demnächst erst, da können wir noch nicht drüber reden. Genau. Aber der Sommer wird auch gut. Ja. Der wird ganz wunderbar. Wenn Eike und ich wieder nach Malle fliegen, nämlich. Ah, der steht hier schon drin. Ich habe hier gerade schon gesehen. Eike Malle steht schon wieder drin. Wirklich? Klar. Oder muss ich ja auch schnell buchen? Ja. Oh, oh Mann, du. Ich will auch. Wir ja, rufen den Arte endlich an. Henrik, wir müssen auch dieses Jahr wieder nach Barcelona. Da waren Henrik und ich nämlich auch noch beim Primavera. Stimmt, ja auch noch. Ja, auch dieses Jahr. War auch Primavera in Barcelona. Kann ich nur einen empfehlen. Ein mega schönes Festival. Super. Da kannst du die ganze Nacht da rumschwimmen. Wir haben in den zwei Tagen es nicht geschafft, das ganze Gelände abzulaufen. Ah. Weil es also so riesig ist. Es ist auch sehr, sehr bunt besetzt, das Primavera. Total. Ja, ja, genau. Es gibt alles. Alle Musik dabei, was man sich vorstellen kann. Und einfach super Stimmung. Das hat und diese Bühne, die so in den Dingen, so Kolosseum-mäßig so runterging, ey, da müssten wir eigentlich mal zu. Ja, genau. Die sind mega geil. Machen wir noch einen Sommerurlaub in Barcelona. Ja, da kommen wir auch mal hin. Ja, klar. Oder nochmal auf Malle spielen hier. Wie oh, das ist neu. Ich habe ja neulich, gestern beim Soundcheck habe ich immer die Idee gehabt, ob wir nicht auch mal Wacken machen wollen. Ich würde so gerne mal Wacken. Sollen wir nicht mal, liebe Wacken-Veranstalter. Ja. Ja, ich rufe euch mal an. dann machen wir ein Metal-Set. Ja. Warum ja, nicht? Geil, ne? Machen wir. Immer was von Entombed. Von Entombed? Ja. Ja, wir können ja ganz bunt gemischt. Keine Ahnung, müssen wir wieder proben, ne? Jeder darf sich zwei Lieblings-Battle-Sounds aussuchen. Ja. Du darfst dir für mich welche aussuchen. Du nimmst schon was von den Scorpions, Eike. Oh. Ich möchte das Ingo Wind of Change 5. Metal in Anführungszeichen. Ja, ja. Der im Ingo in Anführungszeichen. Ja. Oh, jetzt ist der Kerl noch. Das zeigt einem auch jetzt, wie hart es hier im Niveau bergab geht. Ja, es ist, wird übrigens langsam dunkel um uns herum. Ich muss auch wirklich mal runter. 16 zum Soundcheck. Ja. Bis 5 sollten wir durch sein und jetzt ist schon viel nach. Ich wollte nur zum Ende noch einmal sagen, wir haben beim letzten Mal von dieser Kein Bock auf Nazis Versteigerung erzählt, von den Bildern, Ingo, die du gemalt hast für die Tour. Und tatsächlich sind da, ich glaube, mehrere tausend Euro zusammengekommen. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die da mitgesteigert und gespendet und gekauft haben. Und ich habe auch schon bei Instagram mehrere der Bilder jetzt bei den Leuten zu Hause gesehen, die sich sehr freuen, die zu haben. Und vor allem auch vielen Dank, dass der die alle gezeichnet hat. Ja, Ingo, ey, Wahnsinn. Und der ja auch. Ich hätte das ohne Guido nicht hingetrieben. Und ja, Dick, dass du das gefilmt hast, meine Güte. Und ich kann endlich Urlaub machen. ebenso auch auf Tour sind sehr, sehr viele Spenden für Keinen Bock auf Nazis und Viva Con Agua zusammengekommen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr unterstützt da ganz, ganz tolle Sachen, wo wir natürlich nur die Werbetrommel für rühren können und vielleicht, keine Ahnung, unseren Einsatz zeigen können. Aber was ihr alle zusammen da mitbewegen könnt, das ist nicht nur an der Stelle wichtig, sondern, wie Ingo es ja auch gerne auf der Bühne sagt, jeden Tag im echten Leben wichtig. Nicht nur in Euro, sondern auch in Lire. In Lire, nee, in Augen auf und Mund auf. So, jetzt wollte ich eigentlich noch erzählen, wie ich bei Fest und Flausch beim Weihnachtsexpress war. Ist jetzt aber zu spät. Ich wollte noch erzählen von, dass wir unsere Playlist vergessen haben zu updaten. Das schon wieder seit Wochen. Nein. Guido wollte doch 3 Songs machen. Ja, hat er nie gemacht. Hab ich nicht gemacht. Hat er nie gemacht. Warte, das fällt mir was ein. Ich habe einfach für Guido welche geupdatet. Soll ich mal nachgucken, welche das war? Oh, da bin ich aber gespannt. Ja, pass mal auf. Das habe ich doch gar nicht erzählt, ne? Stimmt, nee. Wir müssen eigentlich Heiko nur mal festlegen. Ich gehe von 1 bis 10 gebe ich den Songs Punkte. Was ich gemacht habe für dich? Ja. Also die Playlist von uns bei Spotify heißt ja Koffein und Tütenwein. Und Guido, in Anführungsstrichen, hat sich gewünscht Starving in the Belly of a Whale von Tom Waits. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Tatsächlich Friday I'm in Love von The Cure. Was für ein Zufall. Gut. Und Queen of Hearts von Fucked Up. Ja, ist doch alles super. Ist okay? Wie hast du das denn gemacht? Wirklich, sehr gut. Hast du gut ausgewählt, sehr Guido. Gut, sehr gut. Kannst du auch seine Unterschrift fälschen? Nein. Ja. Mit der linken Hand vielleicht ein Augen zu. Ja. Aber der Mann kennt mich. Gut. Wir haben übrigens kleine Randnotiz gestern, weil wir es beim Soundcheck geübt hatten, spontan Friday I'm in Love beim Konzert gecovert. Und vielleicht, auch wenn, obwohl heute auch Samstag ist, machen wir es vielleicht heute Abend wieder. Mal gucken. Oh. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Es hat irgendwie Spaß gemacht, aber es hat auch gestern sehr gut gepasst. Es hat von der Spontanität gelebt. Ja. Können wir den Leuten das vielleicht heute verkaufen, als wir haben es gestern gemacht, wir hätten heute nochmal Bock drauf, dass es auch offen nicht spontan ist, sondern einfach Bock gemacht hat. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wir müssen eh gleich mal das Setlist basteln, das wird so schwierig genug. Setlist und wir müssen zum Soundcheck. Genau. Erst mal zum Soundcheck.
Und nächstes Mal frage ich euch, wie ihr es mit Kleingeld im Portemonnaie handhabt. Portemonnaie. Ah, ja, bin gespannt. Ja. Ich wünsche euch ein gutes Restjahr, diese letzten paar Tage. So kommt gut im Jahr 2019 an und hört bis dahin mein Album des Jahres, Behemoth, I Loved You at Your Darkest. Ja, während ihr mit eurer und eurem oder eurem Liebsten kuschelt, schmeißt ihr es an. Wie Guido, der früher gerne Cannibal Corpse im Bett gehört hat. Danke für 2018. Wir hören und sehen uns 2019.